Hallihallo, Hallöchen zur Soforthilfe auf Bakura. Ich habe mal eben kurz mein kleines Apfelstückchen zu Ende gegessen und dann können wir direkt weitermachen. Klicken zur Anzeige der Missionsbesprechung. Wo liegt ein Bakura? Da oben liegt es. Oder? Ja, das Ding wird da hervorgehoben. Ja. Die offiziellen vom Planeten Bakura haben uns um Hilfe gebeten. Eine unbekannte Gruppe hat die Kontrolle über eine Energiestation in den Bergen übernommen. Sie haben ein Team zur Analyse entsandt, doch dieses hat sich nicht zurückgemeldet. Jetzt sind sie gleich doppelt beunruhigt. Wer auch immer die Station eingenommen hat, soll gestoppt werden. Doch die Station selbst muss unbeschädigt bleiben. Sie liegt auf einem ruhenden Vulkan und falls man sie zerstört, könnte der Vulkan die stark bevölkerte Stadt vernichten. Die Bakuraner suchen jemanden, der die Einrichtung infiltriert und die Pläne der Gruppe durchkreuzt. Ist doch wie geschaffen für mich, der am liebsten reinstürmen würde und sie alle mit dem Lichtschwert niedermetzelt. Aber das werden wir ja wohl auch noch schaffen. Kyle ist nicht an der Akademie, aber er trifft dich auf Bakura. Ihr beide könnt dann die Station untersuchen. Warte unbedingt auf ihn, bevor du etwas unternimmst. Mach ich doch immer, ist doch klar. Jetzt holen wir uns mal den Blitz auf Stufe 2. Was bringt denn der wohl schön? Der Jedi kann den Blitz der Macht aufbauen und ihn kontinuierlich einsetzen. Was würde das hier Stufe 2 bringen? Der Jedi kann einen Gegner anheben und ihm so lange Schaden zufügen, wie Kräfte der Macht vorhanden sind. Das heißt also bisher wie beim Entzug. Was würde dich hier aus der Stufe 3 bringen? Der Jedi kann einer anderen Person die Lebenskraft entziehen und diese selber nutzen, wenn er physischen Kontakt hat oder in der Nähe steht. Aus der Distanz kann mehreren Personen gleichzeitig die Kraft entzogen werden. Genau, und man kann sich da dann auch überheilen. Aber der Blitz ist natürlich klar und ich habe die Folge, glaube ich, genug in der Länge gezogen. Aber ihr seht das eh alles an einem Tag, weil ich die Folgen an einem schneide. Kontaktmine, Detonationspack, Thermaldetonator, Kontaktmine, Detonationspack, Thermaldetonator und schon wieder komme ich ins Quatschen. Das habe ich ja gerade schon alles durchgelesen. Nee, ich gönne mir jetzt kein Apfelstückchen, ein weiteres. Ich bin dann mal einen Augenblick still und drehe mein Mikrofon nach oben, während ihr euch die Introsequenz ansehen könnt. Wo bist du, Kyle? Ich warte hier schon Ewigkeiten. Ich kann nicht warten, ich muss etwas tun. Verdammt, jetzt habe ich mir noch eigentlich gedacht, gönne ich mir noch eben ein zweites, weil ich dachte, das Intro wäre länger. Jetzt habe ich das eben in meine Backe geschoben. Und ich werde hier mal kommentarlos entlanglaufen bei diesen ganzen Leichen von den Personen. Kann ich mir das Gewehr, die Pistole oder so mitnehmen? Nein. Aber einen Augenblick werde ich mal wieder ruhig sein. So, ich möchte natürlich auch gucken, ob hier was hinter ist. Nein, ist es nicht. Dann geht es hier natürlich... Ja, hier geht's rein. Ich bin auch ein bisschen total, aber das seid ihr ja gewohnt. Sieht ja schon mal ganz einladend aus. Was ist das hier? Ein Videoterminal. Kommen wir hier irgendwo rein? Nein, wir können auch keinen Weg schneiden. Das fehlt leider in diesem Spiel völlig. Aber was sagt denn das Videoterminal? Die Ladungen sind platziert, Sir. Gut. Die Republik wird selbstgefällig. Sie unterschätzen uns. Das erinnert Sie daran, was mit Verrätern passiert. Okay, los jetzt! Kommt dann irgendwas? Nein. Wie sieht's denn hier aus? Da ist noch eine Ladung. Hier ist auch noch eine Ladung. Zufälligerweise, wo gerade die Kameras sind, haben wir hier noch eine Ladung. Sag mal, der Typ, der sich sowas die ganze Zeit angucken muss, der hat ja wohl so ein
Der hat ja irgendwann mal so eine Art Schleudertrauma, wenn er die ganze Zeit hin und her geworfen wird bei der Geschwindigkeit. Hier haben wir auch noch eine Ladung. Das heißt, es dürfen 5 Ladungen bisher sein. Ich habe mich aber wahrscheinlich sowieso wieder verzählt. Und hier wären wir wieder am Anfang. Springen wir mal, um zu verlassen. Sie wollen die gesamte Einrichtung in die Luft jagen. Ich muss den Countdown stoppen. Ein Eindringling bezieht Stellung. Bereit. Sturmtruppen. Boah, habt ihr den Skill gesehen? Der war ja wohl richtig mega. Das war ja wohl unglaublich. Und ich habe hier schon wieder ein Versteck gefunden. Aber ich wusste noch, dass es da ist. So, und da geht's dann mal hier. Was ist hier denn so? Wir stehen unter Arrest. Sagt er, der hier hinter einer Wand hängt. Oh, hier müssen wir das Ding irgendwie deaktivieren. Ich glaube, dafür bringen die thermalischen Motoren einiges. Und kap hängen. So, gibt es denn hier noch irgendwie was? Ja, Munition. Davon habe ich allerdings noch zur Genüge. Also laufen wir mal hier diesen Weg entlang. Mit einer wunderbaren Rolle. Hallo? Das Imperium. Und ihr seht, wir können den Machtblitz jetzt die ganze Zeit abfeuern. Er ist allerdings noch nicht ganz so stark. So, hier haben wir natürlich unseren thermalischen Motor. Ich kann auch jede einzelne Mine hier starten, an dem ich da drauf schieße. So, und auch treffe. Aber das wäre doch irgendwie ein bisschen langweilig. Hier ist gar nichts. Plock. Okay, nur noch 4. Autosave. Aber da ich sowieso meistens über, hoffentlich über Quickload gehe, mit F9, nicht F12, mache ich einmal L und habe Quick gesaved. Entschärfen Sie 4 Bomben. Das waren nur 4 oder eben wurde die eine schon abgerissen? Fragen über Fragen, doch keine. Gut. Ach, hier noch jemand. Oh ja. Wo ist... Da ist ja eine, den habe ich ja gar nicht gesehen. Peng. So stark ist er ja nicht. Muss ich sagen. Wow. Wieder mit so einer richtig cool, konkret, krassen Drehung. Kann man hier vielleicht nur die Scheiben kaputt machen? So. Schade. Natürlich haben wir immer noch volle Munition. Haben wir nicht das Imperial Schnellfeuergewehr aufgenommen? Hat der überhaupt eins? Nö, doch, hat er ja wohl. Jetzt haben wir nicht mehr volle Munition. Doch, haben wir wohl. Ja, die Söldner, die haben ja allen möglichen Scheiß dabei. Hier sieht's übel aus. Da will ich mal ein bisschen schneller durchgehen. So. Das war ja wohl gerade ziemlich heftig. Ich denke, haben sogar getroffen. Kommen wir hier raus, Mann. Das Ding ist ja immer noch rot. Was hast du denn hier? Codekarte benötigt! Schaffen wir. Okay, dann war dann. Das war super. Das war elegant. Da konnte ich runter und noch einmal. Boah, den Skill sehen, der war ja so mega. Würgen. Ich habe ihn komplett umgebracht. Sie haben eine Codekarte. Wofür wir die wohl brauchen? Kann ich die eigentlich auch mit dem Lichtschwert so kaputt machen? So. Und. Dort eigentlich viel zu nah ran. Es ist auf jeden Fall schwieriger. Okay.
So, irgendwann werde ich schon treffen. Amerikanische Methode. Feuere genug Kugeln ab, irgendwann wirst du treffen. Wenn der direkt vor mir mein Lichtschwert läuft. So, ihr seht, ich... Noch drei. Und schärfen sie noch drei Bomben. Ich kämpfe auch sehr viel mehr mit der Macht jetzt. Vorher war das mir schwer möglich. Und plopp, 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 plopp. Was war das denn gerade? Bei mir leckt das ganz kurz. Ich habe zwei Leute irgendwie umfallen hören. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Hier fehlt nämlich eine Mine. Schon wieder richtig gut durchgescaled. Die hatten ja wohl... Das ist ja... Müsst ihr ja mal ganz sagen. Ich habe das Spiel in 5 Minuten durchgespielt. Ja, mir geht's nie um die Geschwindigkeit. Feuer umbringen können. Wir waren noch gerade eben erst da oben. Wo ist denn ein Typ eigentlich hin? Ach, da ist er. Bleib du mal ein bisschen stehen. So klingen einige Leute natürlich auch gerne mal. Hier ist alles ruhig. Hey, da unten geht's auch irgendwo hin. Aber da bin ich leider jetzt nicht hingelaufen. Schlimmsten von allen. Ach, jetzt sind wir hier unten. Genau, da oben haben wir, wollen wir gerade die Fenster kaputt machen. Sie haben eine Codekarte. Und ich habe einen Blitz. Ihr wart alle zu schnell, ich habe euch alle geblitzt. Warum laufe ich eigentlich zu dem Nachhinein? Und einmal plopp. Ich habe gerade eben Schaden gekriegt. Ich dachte schon, das Gewehr hätte mir Schaden gemacht. Wo ist der bloß? Reicht genau. Die Codekarte hat die Tür geöffnet. Wo sind wir denn hier? Ach, wir sind hier wieder am Anfang. Genau, hier ist der Munitionsdruide. Ah, das hat uns überhaupt nichts gebracht. Obwohl doch, hat es uns wohl. Hoppala und hoppala. Ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen, dass es nicht zu langweilig wird. Und was hier an Munition rumliegt, könnten wir einen ganzen Waffenladen aufmachen. Allerdings ist das so mit Machtgeschwindigkeitsstufe 1 nicht so mit Geschwindigkeit. Wow! Sag mal. Also gut, wir haben die Einrichtung fast unbeschadet überlassen. Verdammt, wir haben so ein Geschütz. Oh oh. Ich glaube, wir haben ein Problem. Autsch, das sieht nicht gerade verträglich aus. Hopp. Ich habe ihn erwischt. Autsch. Aber egal, das Ding ist auf jeden Fall kaputt. Ist hier sonst noch jemand? Oh ja. Das nicht wieder hier super toll aus. Da fällt mir ein, ich brauche noch einen Screen. Ne, ich hab schon einen Screenshot von Jedi Knight. Genau, aus einer der wenigen kackigen Scheißmissionen. Da ist was, aber ich möchte mich hier ungern von dem Weg jetzt hier lang. Es geht runter ins Nichts. Hier war ich auch noch nie. Na, hier ist sonst noch irgendwas. Sie haben ein Versteck gefunden. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Das habe ich auch endlich mal gefunden.
Hat man das hier eigentlich auch, wenn man alle Verstecke findet, dass man dann vielleicht noch einen Machtpunkt zusätzlich kriegt? Ich meine, es macht ja nichts. Es ist nur schön für den Spieler. Weil man sich dann ja rein theoretisch alle Machtkräfte holen könnte. Ich weiß nämlich, dass ich das hier auch noch irgendwo verstecke. Die Drehung ist aber ein bisschen langsam. Ein langsamer. Ich laufe immer noch zu den Items hin. Die Items kommen nicht zu mir. I'm so sorry. Da ist ja noch einer. Toll, ich hab sie gar nicht getroffen. Eingetroffen. Was müssen wir jetzt auf die Statistik tun?